So, und jetzt stehen wir da bei eurer und da muss die Stefanie gebeten, den 570 HS mal zu zeigen. Und wie man sieht, also unsere Facebook-Gruppe, die sind alle up to date. Denn an jedes Fahrzeug, wo wir hingeschickt werden, da stehen ein Haufen Leute, so auch bei dem Fahrzeug. Aber wir schauen nochmal rein und machen ein separates Video davon. Und für alle anderen gehen wir gleich weiter. Ja, und fangen noch einige Sachen von der Messe ein. Richtig, ja. Aber jetzt schauen wir uns erstmal dieses Fahrzeug an. Ja, und blenden an dieser Stelle für die nicht daran Interessierten aus. Und die anderen bleiben einfach, die klicken aufs neue Video. Ja? So machen wir das. Also der Eura 570 HS hat eine Länge von knapp 6 Metern, 2,32 Breite und ist 3,13 Meter hoch und hat hier in der hier ausgestellten Variante einen Preis von 65.000 Euro. So, das ist ein Modell für die Rundsitzgruppe mit 4 Sitzplätzen, also das sind die Sitzgurte und das sind auch die Kopfstützen für diese hinteren Sitzplätze. Und die Ursi ist noch in ein Gespräch vertieft, deswegen bin ich jetzt hier alleine da. Also das Fahrzeug sieht sehr komfortabel aus, hat offensichtlich einen dicken Doppelboden. Und die Fahrerhauskabine ist separat gehalten und hinten ist dann mehr der Wohnbereich. Geschlafen wird da oben im Alkoven, je nachdem, wessen Sache ein Alkoven ist oder nicht. Also diese Rundsitzgruppe finde ich einfach gemütlich, Ursi. Ja, da haben auch viele Platz, da kann man kleine Festle feiern. Ja, es ist, ja, aber es hat auch einfach eine Gemütlichkeit. Ja? Ja. Was ich hier gut finde, dass hier noch zwei Leute hinten sitzen können, also dann kann man 4 Leute mitnehmen. Ja. Mal die separate Wohnkabine, das einzige, oder Fahrerhauskabine, das einzige, was ich etwas schwierig halte für uns oder für mich, das wäre das Schlafen im Alkoven, denn das wäre nicht meine Welt. Ja. Platz ist genug, man muss natürlich dann immer hochklettern, das ist klar. Man hat also schon. Das sind auch hier zwei Fenster. Ja, klar. Also ist es gemütlich. Wer in einem Alkoven schlafen will, ist es okay. Liegt ich auch. Und man hat den Wohnraum schön für sich. Was ich hier nicht sehe, ist keinerlei Ablegemöglichkeit. Aha. Also sieht man so aus. Und schauen wir rein. Also vielleicht hinter. Ich weiß nicht, ob ich das. Aber es sieht nicht so aus. Mhm. Schauen wir mal ins Bad. Einen Moment, ja. Und was mich jetzt wahrscheinlich, also was mir für mich jetzt nicht so toll wäre, ist immer diese Stufe hier. Ja? Also, wow. Hola. Ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal so. Ja gut, aber man kommt rein und raus und man im normalen Fahrbetrieb steigt man ja durch die Türe ein und aus. Ja, aber trotzdem. Also, okay. Das sind halt alles solche Kleinigkeiten. Und schauen wir ins Bad. So, ist das hier, das ist die Toilette mit Dusche integriert. Duschklo. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen der Fahrzeuglänge geschuldet mit separater Fahrerkabine. Das hat mir hier das schwenkbare Waschbecken. Schwenkbar? Ja, das ist nicht. Ach so, wenn man dann duscht, dann schiebt man das da rein. Ist nicht jedermanns Sache, aber es ist praktikabel gelöst. Da ist noch ein Teil, ja? Also, oh, ja. Der Kampf mit der Dusche. Okay. Ah, ja. Erfordert etwas Übung, würde ich sagen, oder? Oh Gott. Also. Ah.
Wo sitzt denn nicht gerade das Auto? Ich glaube, ich hätte hier einen Kampf mit der Dusche. Aber vielleicht stelle ich mich auch etwas bedeppert an. Okay, hier ist ein schöner Schrank, alles klar. Jetzt muss ich da mal rauskommen. So. Man muss nur wissen, wie es geht, dann ist überhaupt kein Problem. Ja, okay, momentan hatte ich jetzt halt noch einen Kampf mit der Dusche. Man muss die Handgriffe einfach kennen, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja, ja, alles klar. So, das haben wir hier den Kühlschrank und da haben wir den Kleiderschrank. Ja, auch in den Kühlschrank. Ja. Den kriegt man nicht auf, also der ist gesichert. Ach so, wie gesichert? Und ich einmal? Ja. Kommt der Fachmann, ich stelle mich da. Man muss manchmal nur wissen, wie es geht. Also das ist ganz einfach, ne? Ich muss ehrlich sein, ich stelle mich manchmal ein bisschen bedeppert an. Nein, wenn man es nicht weiß, ist doch. Ja. Okay, Problem. Kühlschrank ist eigentlich ausreichend. Groß genug. Okay. Fach, wie Domedi üblich, fällt immer einfach. Ist das hier ein Gefrierfach? Ja. Ja, jawohl, ein kleines Gefrierfach ist dabei. Ja. Gut. Okay. Und dann noch die Küche. Und die kleine mit Handtuchhalter. Ja. Das ist so. Ja, ja, das ist auch mal praktisch. Mhm. Das ist natürlich auch praktisch. Jawohl. Das ist natürlich, ja, ist auch schön groß. Bringt mal einiges rein. Wenn man halt hier so davor steht. Ja, ja, doch. Zweigeteilt, ein bisschen besser, weil man muss ja immer zurück. Okay, Platz hat man. Okay. Keine Auszüge. Das sind natürlich keine Kann man Auszüge? Die gegen Aufpreis? Optional, ja. Ja, optional ist es möglich. Alles klar. Aber ansonsten haben wir oben schöne Arbeitsfläche. Ja, also das sieht hier schön, ist hier schön groß. Ja. Also da kann man nichts dagegen sagen. Und zwei Stauraumklappen hat man auch da. Also Stauraum ist so und so genügend vorhanden. Ja. Okay. Mhm. Prima. Halt hier auch in der ganzen Rundsitzgruppe haben wir hier Stauflächen. Mhm. Und noch Sicherheitsgurte für die zweite. Sind die jetzt genau. Da dann genau da dahinter, hinter der Polster? Hinter der Gardine. Ja, und man kann die Aufsitze da dann wegmachen. Also wenn man nur zu zweit unterwegs ist und das nicht braucht, dann macht man die einfach weg. Richtig. Prima. Aha. Das war jetzt gut, ja. Das hat uns der Herr Pauli. Herr Pauli, ja. Hat uns das Fahrzeug noch gezeigt. Hat mir nicht Technikerin jetzt noch einige Kniffe gezeigt. Dafür danke ich Ihnen. Sehr gerne. Ja. Brauchen wir noch was von dem Fahrzeug? Nein, das war's, Stefanie. Also ein schönes Auto. Das ist eben ein bisschen was anderes. Wir machen nämlich einen YouTube-Film. Und eine Zuschauerin, eben die Stefanie, hat uns gebeten, etwas über dieses Auto zu erzählen. Mhm. Und was sagt die Ursi dazu? Nicht schlecht. Herr Specht. Ja. Braucht halt erst eine Einweisung für die Technik. Okay. Für die alltägliche Technik. Ja. Aber sonst ist das Fahrzeug nicht übel. Ja? Also wenn die Ursi das sagt, dann stimmt es. Herzlichen Dank. Also das Fahrzeug ist ein bisschen höher, deswegen gibt es auch eine elektrische Eintrittsstufe, die man hier jetzt auf der Messe nicht bedient, um sie zu schonen. Und durch das Bett ist hier auch die Garage etwas eingeschränkt. Also für Fahrrad, zum Fahrrad unterbringen ist es nicht möglich. Es hat dann natürlich auch noch einen Unterflurkasten, eine Stauraumklappe. Das Fahrzeug ist grundsätzlich etwas höher, weil er eben doppelten Boden hat und natürlich auch winterfest ist. Ja? Das heißt, die gesamte Frischwasseranlage und Abwasseranlage ist im beheizten Innenbereich vom Fahrzeug. Ja, der ganze Aufbau ist GFK, auch am Unterboden. Mhm. Es gibt kein Holz mehr in den Seitenwänden, also komplett verrottungssicher, auch viele Jahre hinweg. Die Seitenwände, Dach, Heckwand und Unterboden ist verklebt im Doppelspurverfahren. Mhm. Das heißt also auch da keine Undichtigkeiten mehr. Ist vollflächig verklebt eben und auf Ewigkeiten dann auch dicht. Ja, und Sie geben 10 Jahre, glaube ich, Dichtigkeitsgarantie. Genau. Also im Vergleich zu anderen Herstellern macht es Euro dann mit 10 Jahren. Das können wir mit Leichtigkeit machen, eben durch diese Klebetechnik, die im Prinzip in dieser Preisklasse Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt hier hat. Mhm. Gibt es noch was Besonderes zu sagen zu dem Fahrzeug? Also ich sehe von der Höhe her, wie Sie schon gesagt haben, ragt es heraus mit der separaten Fahrerkabine. Ist einfach eine Geschmackssache, aber jemand sagt, ich möchte meinen Wohnraum separat haben und eine Fahrerkabine. Mhm. Oder manche wollen dann das Fahrerhaus eben einfach integriert haben, damit sie den Wohnraum etwas besser ausnutzen. Also
Prinzip dafür gibt es ja die unterschiedlichen Grundrisse, dass jeder sich das passende raussuchen kann. Wenn ich jetzt ein Grundrissgruppenfahrzeug suche in der Branche hier bei uns, bleiben sowieso nicht mehr sehr viele Hersteller übrig. Wenn ich dann weiter selektiere in Winterfestigkeit und dann bis 6 Meter und dann noch eine ordentliche Zuladung bei 3,5 Tonnen, bleibt eigentlich nur noch das Fahrzeug übrig, wenn man ehrlich ist. Ne? Herr Bauli, also vielen Dank für die Informationen und wir gehen weiter. Ihnen einen schönen Messeaufenthalt. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Gerne. So, hier haben wir den Eura, den 570 HS. Seiner vollen Schönheit. Und man sieht also hier, man bringt zwar kein Fahrrad unter, dafür hat man aber Klappen auf beiden Seiten von der Heckgarage. Und der Bierkasten passt durch. Und hier haben wir die Toilette und auch nochmal eine Stauraumklappe. Hast du jetzt gesagt, der Bierkasten passt durch? Ja klar, muss ja. Er denkt wieder nur an sich. Und wo sind wir, Weintrinker? Ja, einzelne Flaschen bringt man so und so mit. Ah, okay. Also willst du gleich einen Flaschenkasten holen? Du trinkst ja doch immer mit. Also reicht uns eine Flasche nicht. Also, was ist dein Fazit? Schönes Fahrzeug. Passt. Passt, ja. Wem es gefällt, wem der Grundriss gefällt. Ja, ist in Ordnung. Ja, was jetzt nicht so mein Ding ist, das ist diese separate Fahrerkabine. Ja, aber das wäre jetzt ja nicht unbedingt meins. Ja, eben, aber es gibt nicht umsonst so viele verschiedene Modelle und da kann sich ja jeder raussuchen, was ihm zusagt. Und Eura ist ja ohnehin eine gute Marke, kann man so sagen, ne? Also mir auf jeden Fall mal bekannt.